Willkommen zu einem neuen Screencast. Heute geht es um Microsoft Office Ray, einer neuen App als E-Magazine angesiedelt zwischen Prezi und PowerPoint. Sway ist eine reine Online-App, deshalb findet sie sich noch nicht in dem Store von Microsoft, von Windows 8 bzw. Windows 10 oder auf dem Tablet. Sie muss im Browser gestartet werden und funktioniert dann als reine Online-App zur Erstellung von Präsentationen. Über die Webseite sway.com habe ich die Möglichkeit, auf die Website, zurzeit noch als Preview gekennzeichnet, zu wechseln und kann dort anfangen, eine Präsentation zu erstellen. Um einen Eindruck zu vermitteln, was Sway konkret ist, eine kleine Präsentation, die ich hier vorbereitet habe. Es geht um die Vorstellung eines Apartments und ich kann, wenn die Präsentation im Webbrowser läuft, mit Mausklicks mich durch diese Präsentation durchklicken. Hab Text, hab Bilder, hab die Möglichkeit, hier so kleine Stapel einzurichten, kann über die Bildlaufleiste mich gegebenenfalls weiterklicken, Bilder, die angeordnet sind, Texte und so weiter, mit der Möglichkeit, dann auch auf irgendwelche Webseiten zu verlinken. Diese Möglichkeiten möchte ich euch jetzt zeigen, diese kleine Präsentation einmal nachbauen und muss mich dafür mit meinem Microsoft-Konto erstmal anmelden. Nach der Anmeldung mit meinem Microsoft-Konto bin ich auf der Startseite von MySway, sehe meine schon erstellten Präsentationen und habe die Möglichkeit, neue Präsentationen anzulegen. Ich gebe einen Titel ein, den ich mir erstmal reinkopiere und ein Hintergrundbild. Das kann ich auswählen aus der Suche von Microsoft, Bing, auf OneDrive, OneNote, Facebook, Flickr oder ich kann ein Bild hochladen, kann auf meine Grafiken auf der Festplatte zugreifen. Muss manchmal etwas warten und dann sollte eigentlich jetzt gleich das Bild erscheinen. Hiermit habe ich jetzt meine Startseite erstellt. Ähnlich wie in PowerPoint habe ich die Möglichkeiten jetzt zu Beginn auch schon das Design zu wählen oder ich kann auch später das Design jederzeit anpassen und verändern. Wir erstellen jetzt erst noch mal ein bisschen Text und noch ein paar Bilder und schauen uns dann die Möglichkeiten an, verschiedene Designs auszuwählen. Neue Elemente werden hinzugefügt über sogenannte Cards, die ich hier auswählen kann. In erster Linie sind das Texte bzw. Überschriften, Grafiken, Videos, Tweets und verschiedene Arten gestapelte oder gruppierte Bilder hinzuzufügen. Wähle ich hier diese Schaltfläche, werden mir auch so die Basisinformationen angeboten, die Basiselemente, wie zum Beispiel das Hinzufügen von Text, den ich gegebenenfalls auch über Copy and Paste hiermit einfügen kann. Als nächstes möchte ich eine Reihe von Bildern haben. Da habe ich die Möglichkeit, mir die Pictures hinzuzufügen, per Drag and Drop oder per Mausklick. Auch hier wieder die Möglichkeit auszuwählen, hochzuladen. Und so stehen dann jetzt auch weitere Bilder zur Verfügung. Diese Bilder können auch gegebenenfalls gruppiert werden und im Gruppierungstyp auch jederzeit nachträglich geändert werden kann. So, packen wir uns nochmal ein paar Bilder hier unten drunter. Nehmen noch mal diese Bilder und gruppieren die auch. Und wählen als Gruppierungstyp einmal diesen Stack, diesen Bilderstapel.
Jetzt schauen wir uns das bisherige Ergebnis einmal an und sehen jetzt hier schon die Präsentation, durch die ich durchscrollen kann, mit einer Gruppe und hier diesem Bilderstapel, durch den ich mich durchklicken kann. Jetzt möchte ich einen weiteren Abschnitt hinzufügen. Dafür erstelle ich einen Titel. Füge natürlich auch hier wieder ein Hintergrundbild hinzu. Und ergänze das Ganze nochmal um ein bisschen Text, den ich mir auch über die Zwischenablage hier erstmal reinkopiert habe. Auf Basis der hinzugefügten Texte tauchen immer wieder Vorschläge der Suchmaschine von Microsoft auf, die wir jetzt erstmal auf Seite klappen. Werfen nochmal einen kurzen Blick auf die bisherige Präsentation und schauen mal, wie wir das Design hier anpassen können. Sway bietet hierfür 5 Designgruppen, die vom Prinzip sehr ähnlich gehalten sind, sich dann aber in Farbzusammenstellungen und Schriftarten unterscheiden. Grundsätzlich reicht das von etwas schlichteren Varianten, wo der Text der Headline direkt über den Bildern liegt, die Fotos selber keine großen Effekte aufweisen, bis hin zu Varianten, die dann schon arg verspielt sind. Da habe ich dann einen Traum in Rosa. Gut, ich nehme jetzt eine etwas schlichtere Variante mit einfachen weißen Balken vor dem Text in den Headlines oder auch farbigen Balken. Was ich denn jetzt allerdings auch noch weiter anpassen kann, über Customize habe ich die Möglichkeit, die Farben mir aus den Fotos generieren zu lassen, die Farbkombination. Ich könnte aber auch auf Farbpaletten zugreifen. Ich habe die Möglichkeiten, bei Schriften auf verschiedene Typen, Typgruppen zuzugreifen und kann hier auch andere Variationen auswählen. Weiterhin steht noch die grundsätzliche Navigationsstruktur, senkrecht oder waagerecht, hier zur Auswahl. Wir haben hier nur eine Preview von Sway. Weitere Sachen sind in Planung, weitere Navigationsstrukturen oder Anordnungen der Präsentation. Wir wählen jetzt hier einmal die waagerechte Variante und können dann nach rechts und links scrollen, anstatt rauf und runter. Im Prinzip sind wir dann eigentlich schon fertig. Es gäbe noch die Möglichkeit, über Remix verschiedene Variationen einfach mal auszuprobieren. Es wird dann immer wieder eine andere Variante ausgewählt, die ich mir dann anschauen kann. Sowohl die Navigation senkrecht und waagerecht, als auch was das Design angeht. Der Rückgängig-Button funktioniert hier glücklicherweise auch recht umfangreich, so dass man mal ein paar Sachen ausprobieren kann und kommt aber auch wieder zu der Variante zurück, die man vorher gewählt hatte. Die eigentliche Preview zeigt denn, wie die Präsentation tatsächlich aussehen würde, wenn ich mich hier auf einem PC oder einem Tablet oder Smartphone hier durchklicke. Das Interessante ist, wenn ich jetzt die Bildschirmmaße verändere, das Ganze gegebenenfalls im Hochkantmodus mir anzeigen möchte, dann funktioniert das immer noch. Es werden die Texte entsprechend neu angeordnet, die Bilder werden vergrößert und verkleinert, so dass das halt auch in unterschiedlichen Bildschirmdimensionen funktioniert. Wieder ein bisschen größer. Wird wieder neu berechnet, neu angeordnet
Und ich kann jetzt, solange ich angemeldet bin mit meinem Microsoft-Konto, jederzeit das wieder editieren, weiter verändern, neue Sachen hinzufügen. Im Editiermodus habe ich auch die Möglichkeiten, nicht nur hier die Texte anzupassen, zu verändern, sondern ich kann auch im Text selber klicken und habe die Möglichkeiten, hier Sachen zu editieren, habe die Möglichkeiten, bei den Fotos einen Fokus zu setzen, dass beim Zoomen bestimmte Bereiche in dem Bild immer im Mittelpunkt stehen, dass bestimmte Ausschnitte auf jeden Fall gewählt werden. Ja, und zu guter Letzt kann das Ganze natürlich geteilt werden. Ich habe die Möglichkeiten, einen Link zu generieren, der nur für mich mit Anmeldung mit dem Microsoft-Konto zur Verfügung steht. Diesen Link kann ich aber auch so generieren, dass alle, die ihn haben, sich das anschauen können. Oder ich kann meine Präsentation auch komplett public schalten, öffentlich schalten. Das Ganze auf Twitter oder Facebook veröffentlichen und dann steht die Präsentation online jederzeit zur Verfügung. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Den Sway vom Apartment Köln-Ehrenfeld finden Sie unter der hier angezeigten Webadresse. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.